Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Videoserie. Und zwar geht es heute um Bossmonster, aber nicht um irgendwelche, nein. Es geht heute um Bossmonster, die lächerlich teuer sind für das, was sie machen. Es gibt so peinliche Bossmonster, es ist der Wahnsinn. Und deren Kosten können so absurd werden, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Vor allem einige alte Karten, aber auch diverse neue Karten, sind teilweise so komisch geschrieben, dass man erst denken würde, man hat sich verlesen. Aber man würde sich ja denken, okay, so können die Karten niemals gespielt werden. Und ja, solche Karten existieren wirklich. Und die mal hier zu sammeln, um mich über die lustig zu machen, wird, glaube ich, sehr unterhaltsam. Von daher, ihr könnt mir gerne weitere Bossmonster vorschlagen, die ich hier mal erwähnen soll. Dann geht es mit denen quasi weiter in der nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mal mit der ersten Karte. Und ihr werdet auf jeden Fall schnell merken, wie dieses Format hier funktionieren wird. Und naja, ich werde die Karten halt kurz bewerten bzw. ansprechen, was diese Karten ausmacht und wie gut sie wirklich sind aktuell. Und ob man sie sich ansatzweise irgendwo drin vorstellen kann, in irgendwelchen Decks. Wie auch immer. Denkt auch bitte an meinen Sponsor Lotte Cards, an meinen Replay-Kanal und an mein Instagram. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit der ersten Karte. Und ich würde sagen, wir starten heute mit einem echten Klassiker, und zwar mit Torwächter. Ich denke mal, diese Karte hier wird fast jeder kennen. Und ja, dieses Bossmonster hier hat die Stufe 11, die Eigenschaft Finsternis und den Typen Krieger. Und die unfassbaren Werte 3750, 3400. Aber leider, meine Freunde, ist der Effekt hier nicht ganz so on point. Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Muss erst als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du einen Sangha des Donners, Karzejin und Sujin als Tribut anbietest. Das war's. Diese Karte hier hat keine weiteren Effekte. Die ist quasi einfach nur ein unfassbar teures Vanilla-Monster ohne Vanilla-Support. Ich mache hier keine Scherze. Die ist einfach nur ein Beatstick, der fast unbeschwörbar ist. Und ich meine, diese drei Tributmonster hier sind auch nicht gerade günstig, ne? Die brauchen auch jeweils immer zwei Tribute, weil es einfach sehr hochstufige Monster sind. Und die haben nicht mal gute Typen oder so. Sangha des Donners beispielsweise ist ein Donnermonster. Und Sujin ist ein Aquamonster. Das würde auf jeden Fall besser gehen, was den Support angeht. Ich meine, der Torwächter ist ein Krieger. Da ist alles Mögliche denkbar, ne? Isolde und Co. Aber die Teile vom Torwächter sind alles Mögliche, aber nichts wirklich Gutes. Und deswegen hat Torwächter auf jeden Fall ein riesiges Problem. Und ich meine, warum zur Hölle? Sollte man jemals drei gute Beatsticks, die sogar noch Effekte haben, wegtributen für einen Beatstick, der nur knapp 1000 Punkte stärker ist und keine Effekte vorweisen kann? Ich meine, der Torwächter kann wie gesagt gar nichts. Und in der heutigen Zeit haben wir teilweise Extra-Deck-Monster, die 10-mal günstiger sind und deutlich stärker sein können. Ich sag nur beispielsweise Utopia Double, ne? Kann sich pushen auf 10.000 ATK. Einfach mal so. Und damit mit einem Angriff quasi das gesamte Duell entscheiden. Oder auch Lightning meinetwegen. Dagegen ist Torwächter ein Witz. Und The Lightning greift sogar safe an. Und wir haben noch zig weitere Karten, auch teilweise von Themendecks, die 10-mal günstiger sind und 30-mal mächtiger. Ich weiß nicht, was man sich wirklich bei dieser Karte hier auch nur annähernd gedacht hat. Das ist eine reine Anime-Karte, die ist so, naja, niemals im CCG hätte schaffen sollen, weil so kann man diese Karte überhaupt nicht spielen. Die hätte auf jeden Fall sehr starke Effekte haben müssen, um auch nur ansatzweise gespielt zu werden. Aber das war einfach nie der Fall. Ich meine, reine Beatsticks müssen wirklich günstig sein, um sich auch nur annähernd durchzusetzen. Man kann diese Karte teilweise nutzen, quasi in Fun-Decks, weil sie hohe Angriffswerte hat. Und es gibt halt Karten, die quasi sehr stark werden können, wenn sie Monster abschmeißen zum Beispiel, die hohe Angriffswerte haben, aber naja, da kannst du auch irgendwas anderes spielen. Das macht nicht gerade den Torwächter irgendwie worth. Die Karte ist nur dann vielleicht ein bisschen interessant, weil sie ein Krieger ist. Aber wenn man diese Karte hier wirklich aktiv beschwören möchte, dann viel Spaß dabei. Das wird auf jeden Fall nach hinten losgehen. Aber die nächste Karte, die ist auch nicht viel besser. Und zwar Geist des Pharao. Und diese Karte hier ist nur Stufe 6, sie ist Licht und sie ist Zombie. Und hat die Werte 2500, 2000. Und den unfassbar dämlichen Effekt, diese Karte hier kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Das fängt schon mal gut an. Diese Karte hier kann nicht gespecialt werden, außer durch den Effekt von der erste Sarkophag. Wenn diese Karte erfolgreich als Spezialbeschwörung beschworen wurde, kannst du bis zu 4 normale Monster vom Typ Zombie, der Stufe 2 oder niedriger, mach's halt noch spezifischer, als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören. Ich meine, was zur Hölle soll das? Wieso random normale Monster vom Typ Zombie, der Stufe 2 oder niedriger? Das ist so unfassbar spezifisch und schwer zu erfüllen, es ist der Wahnsinn. Du musst erstmal richtig viel Müll betreiben, um diese Karten irgendwie konstant quasi in den Grave zu bekommen. Und dann muss man halt diese Karte hier rausbekommen, um die dann zu floaten. Anders geht's nicht.
Es gibt Karten wie beispielsweise drei Wichte, die einfach so diese Monster aus dem Grave specialen könnten, ohne irgendwelches weiteres Setup. Aber diese Karte hier rauszubekommen, ist gefühlt eine Lebensaufgabe. Du musst zunächst mal quasi den ersten Sarkophag ziehen, das ist eine Fallenkarte. Und der kann dann quasi jede Runde einen weiteren Sarkophag holen, bis man irgendwann alle drei Sarkophage hat. Und Sarkophag 2 und 3 sind halt permanente Zauberkarten, die, wenn man sie zieht, komplett tot sind. Und erst dann, wenn man die alle drei weglegen kann, ähnlich wie halt beispielsweise bei Destiny Board, kann man halt einfach diese Karte hier beschwören. Und dann triggert sie logischerweise sofort den Effekt. Und wenn man bis dahin quasi keine normalen Targets im Grave hat, darf man gar nichts mit ihr beschwören. Und diese Karte hier hat dann einfach gar keinen Effekt vorzuweisen. Ich meine, diese Karte hier kam sogar raus lange vor Link, ne? Und mittlerweile kann man diese Monster nutzen, die man hier mal specialt, für Link-Plays. Aber früher konnte man damit quasi fast gar nichts tun. Ich mein's ernst. Also ich weiß nicht, was diese Karte sollte. Die war, glaube ich, ein Joke aus dem Anime. Aber ich kann diese Karte hier auf gar keinen Fall verschonen, weil ich meine, diese Karte hier ist halt TCG und sie ist halt einfach peinlich. Und naja, wenn dem Sarkophag irgendwas zustoßen sollte, geht diese ganze Kombo hier gar nicht auf und man verliert einfach alles. Es ist wirklich unfassbar. Es gibt teilweise Bossmonster, wo man sich wirklich an den Kopf greifen muss, weil ganz ehrlich, die kann man doch niemals irgendwie einsetzen. Es ist quasi gar nicht möglich, hieraus auch nur irgendwas Brauchbares zu bauen. Doch die nächste Karte, die war sogar mal ernst gemeint, und zwar die Karte Elementarheld Divine Neos. Und diese Karte hier ist Stufe 12, sie ist Licht und sie ist Krieger und hat die Werte 2500, 2500, also nicht so krasse Werte für ein Stufe 12 Monster. Aber gut, die Karte hier, naja, muss beschworen werden. Aus 5 beliebigen Neos, Neoraum, Neo-Weltraum oder Heldmonstern, darunter mindestens ein Neos oder Neoraum-Monster, ein Neo-Weltraum-Monster und ein Heldmonster und kann nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden. Das ist auf jeden Fall schon mal 10.000 IQ und sehr kompliziert, aber okay, nehmt es so hin. Einmal pro Spielzug kann man ein Neos, Neoraum, Neo-Weltraum oder Heldmonster vom Friedhof verbannen und dann bekommt diese Karte hier 500 ATK bis zur Endphase und sie hält zusätzlich die Effekte des verbannten Monsters. Das heißt, diese Karte hier geht dann auf 3.000 ATK hoch. Mit Stufe 12. Die meint das wirklich ernst. Und übernimmt die Effekte von einem gebannischen Monster. Was zur Hölle soll man hiermit verbannen, um das auch nur ansatzweise zu rechtfertigen? Du gibst 5 Materialien auf und noch eine Poli, um dieses Monster rauszubekommen. Und dann hat die 3000 und für eine Runde einen Effekt quasi von einem random Helden, der deutlich günstiger wäre als so eine Karte hier. Also warum nicht einfach sofort quasi den beschwören? Es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Diese Karte hier ist der komplette Nonsens und ich habe noch nie eine Karte gesehen, dessen Beschwörungsbedingungen so schrecklich formuliert ist. Da steigt man doch gar nicht durch als Anfänger. Wie soll man jemals überhaupt verstehen, wie diese Karte hier beschwörbar ist? Die ist so seltsam, dass sie teilweise schon bei Yu-Gi-Oh! Pro verbuggt war, weil ihre Summoning Condition so komplex ist. Es ist wirklich einfach nur lachhaft. Und da macht sie gefühlt gar nichts. Ich meine ganz im Ernst, ne? So gut wie jeder Held im Spiel, ist sehr, sehr günstig und hat simple Effekte. Und ja, es gibt auf jeden Fall gute. Aber es gibt keinen einzigen, bei dem es sich auch nur teilweise rechnen würde, naja, dessen Effekt zu kopieren mit Divine Neos, um irgendwie hier das Game zu gewinnen. Das ist einfach nicht sinnvoll. Und deswegen muss ich die Karte hier erwähnen, es gibt eigentlich keine andere Heldenkarte, die dermaßen seltsam ist. Ich meine, was zur Hölle war hier der Plan von Konami? Das ist äußerst weird. Doch die nächste Karte ist mal wieder ein Klassiker aus 5Ds, und zwar die Karte Fliegende Festung Skyfire. Und diese Karte hier ist ein Stufe 8 Monster mit der Eigenschaft Wind und der Typen Maschine und den Werten 3000, 2500 und dem Effekt, diese Karte hier kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Diese Karte hier kann nicht gespecialt werden, außer mit dem Effekt vom Beschwörungsreaktor SK. Wieso fängt das immer so an? Es ist immer ziemlich ähnlich, aber okay, mal wieder nur eine Beschwörungsmethode quasi, aber gut. Once per turn, du kannst eine Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen, um eine Karte zu schießen, die der Gegner kontrolliert, also es ist eine simple Zerstörung. Einmal während jedes Spielzuges deines Gegners kannst du einen der folgenden Effekte aktivieren. Erstens, wenn dein Gegner ein Monster als Normal- oder Spezialbeschwörung beschwört, zerstöre es und füge deinem Gegner 800 Schaden zu. Oder zweitens, wenn dein Gegner eine Karte setzt, zerstöre sie und füge deinem Gegner 800 Schaden zu. Und das, meine Freunde, ist eine Interaktion in der Runde des Gegners. Was sich zunächst mal unfassbar gut anhört, das Ding ist halt nur, diese Karte hier ist viel zu teuer. Du kannst sie nicht normal beschwören, du kannst sie nicht setzen, nein, du musst sie specialen über ein spezielles Monster.
Es geht letztlich auch anders, ne? Aber das ist halt zunächst mal die angedachte Beschwörungsmethode und die ist einfach absolut fragwürdig. Weil der Beschwörungsreaktor SK ist ein Tributmonster, was ein Tribut kostet. Und man muss quasi den wegtributen und noch zwei andere Reaktormonster, die zum Glück kein Tribut kosten, die aber wirklich traurige Effekte haben für die heutige Zeit. Und dann kann man Skyfire holen. Ein Monster ohne irgendwelche Schutzeffekte, das eine Karte schießen kann in der Runde des Gegners. Und der Burn-Schaden ist hier vollkommen irrelevant. Ich meine, 800 Punkte, das ist peinlich. Das ist einfach nur peinlich. Das kann man auch nicht schönreden. Es gibt wirklich keinen Grund, Skyfire auch nur ansatzweise zu spielen. Und die Reaktormonster sind einfach nur peinlich. Der SK ist vielleicht noch halbwegs okay und ja, man kann ihn auch teilweise aus der Hand specialen. Aber trotzdem ist dieses Setup hier einfach der Wahnsinn. Wie viele Karten man auf dem Board haben muss, um diese Karte rauszubekommen. Und da geht man -2 für ein Monster, was quasi eine Interaktion hat, in der Runde des Gegners. Es gibt heutzutage so viele Bossmonster, die gefühlt alles negaten können, die gebaut werden können, aus beliebigen Empfängermonstern und Non-Tunern. Oder die einfach Xyz-Monster sind. Warum nicht einfach sowas spielen? Damit kannst du gefühlt alles aufhalten. Wir haben sogar Bossmonster wie Naturia Ungeheuer, die ganze Decks stoppen können. Da spiele ich doch nicht ein Monster, was unfassbar teuer ist und aus einem Fun-Deck kommt und das halt nur eine Interaktion hat in der Runde des Gegners. Wir haben Link-Monster wie Appelosa. Die Karte kann zig Monstereffekte aufhalten in einer Runde. Dagegen ist das hier einfach nur peinlich. Ich denke, Skyfire braucht auf jeden Fall sehr, sehr vielen Support, der modern ist, weil so wird diese Karte nie wieder gespielt werden, auch wenn sie nostalgisch ist. Doch die letzte Karte für heute ist die A-Z Drachenbuster-Kanone und diese Karte hier ist ein Fusionsmonster, der Stufe 10, mit der Eigenschaft Licht und der Typen Maschine und den Werten 4000-4000 und beschwommelt diese Karte hier aus ABC Dragonbuster und XYZ Kanonendrache und der Effekt muss als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck beschworen werden, indem du Karten mit den oben aufgeführten Grundnamen verbannst, die du kontrollierst, ganz wichtig, und kann nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden, also tricksen geht quasi nicht, aber die Poli wird auch nicht verwendet. Während des Spielzuges eines beliebigen Spielers, wenn ein Gegner eine Zauber-, Fallenkarte oder ein Monstereffekt aktiviert, du kannst eine Karte abwerfen, annulliere die Aktivierung und falls du dies tust, zerstöre die Karte, ohne Once per Turn. Während des Spielzuges eines beliebigen Spielers, du kannst diese Karte verbannen und dann je einen deiner verbannten ABC Dragonbuster und XYZ Kanonendrache wählen, beschwöre sie als Spezialbeschwörung. Und das ist der gesamte Effekt. Wenn ihr diese Karte hier rausbekommt und ihr habt noch diverse Handkarten, dann habt ihr einfach gewonnen. Es ist brutal. Ihr könnt quasi alles negaten, ohne Once per Turn, solange ihr Handkarten habt und diese Karte hier hat 4000, 4000. Das ist einfach ein Insta-Win. Das Ding ist nur, diese Karte hier ist nahezu unbeschwörbar. Du brauchst zunächst mal den ABC Dragonbuster, ein sehr cooles Bossmonster von ABC, aber dann brauchst du auch noch den Kanonendrachen von den X, Y und Z Teilen. Und diese Teile sind diese alten Karten von diesem Themencluster, die unfassbar peinlich sind. Teilweise normale Monster. Wie soll man die spielen? Das ist einfach unfassbar schlecht. Und der Kanonendrache ist auch keine allzu gute Karte, die ist nicht gut gealtert. Und man muss das alles quasi reinquetschen in ein ABC-Deck, um diese Karte hier beschwörbar zu machen. Und das lohnt sich einfach überhaupt nicht. ABC ist an sich schon ein sehr starkes Thema und der Dragonbuster, also der ABC Dragonbuster, ist ein sehr gutes Bossmonster. Kann Karten banishen in der Runde des Gegners, in einfach seine Runde zum Preis von der Handkarte. Und kann sich auch aufteilen in seine Bestandteile, um plus zu gehen und sich quasi selbst schützen zu können, mehr oder weniger. Um quasi nicht halt einfach alles zu verlieren, wenn der Dragonbuster sterben sollte. Und diese Mechaniken sollten quasi hier in etwas besser aufgegriffen werden, auf einem teureren Monster. Das Ding ist halt nur, das Monster hier ist so teuer, dass es niemand spielen möchte. Obwohl es Insta-Win ist. Weil diese ganzen Restriktionen hier, diese Karte hier, nur regulär beschwörbar machen und das ist halt nicht worth. Ich muss sagen, ja, diese Karte hier ist ziemlich broken, aber man kann sie gefühlt gar nicht beschwören, weswegen sie einfach überhaupt nicht gespielt wird und es hat auch leider seine Gründe. Doch ich würde sagen, das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Karten, die ich heute angesprochen habe, in die Kommentare. Und ihr könnt mir auch gerne weitere Karten vorschlagen, die ich hier mal erwähnen soll. Und mit den Karten, die ihr quasi vorschlagt, geht's weiter in der nächsten Folge. Und da würde ich sagen, nehmt auch bitte an meinen Sponsor Lotte Cards, an meinen Replay-Kanal und an mein Instagram. Und ich finde es schon sehr unterhaltsam, was für peinliche Bossmonster es gibt, ne?
Also gerade die älteren Karten können schon echt lustig sein. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.